Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur Episode 14 dieses wunderschönen kleinen Fallout Shelter Let's Plays. Ja, bin in freudiger Erwartung einer Tagesbewertung, die könnte kommen und wir könnten wieder von einigen Babys überfallen werden. Schauen wir mal, klicken wir mal wieder. So schnell wie möglich einige Ressourcen. Nein, das war jetzt einfach bloß, weil ich hier unten auf das Ding geklickt habe. Aber bis jetzt noch keine Babys. Okay, Babys werden es nicht sein, weil wir voll sind. Oh. Das ist neu. Das ist neu, Leute. Ah. Tyler Mills fühlt sich durch unser Radio angerufen. Gezogen. Aha, so bekommt man also neue Leute in die Bude. Abseits von den Babys. Okay. Wann gibt's den nächsten? In 2,5 Stunden ungefähr. Gut, auch eine Mechanik, die für mich neu ist. Ja, was machen wir? Wir machen erstmal einen Kakerlakenbefall. Wenn es sicher wäre, voll zu verlassen, draußen zu leben, was würdest du das wollen? Okay. Ihr kommt klar. Ihr würdet gerne eure Babys loswerden. Wo hat man die denn hergeholt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle Räume bis auf diese kleine Kraftwerk sind besetzt. Schauen wir mal S2, dann gehst du mal dahin. S1, S1 und S2. Ja, dann übernehmt ihr das mal hier. Und für euch beide denke ich mir noch was aus. Weil ich will auch nicht zu doll rushen, weil irgendwann bei irgendeiner Bewohneranzahl, ich nehme an 50, werden Todeskrallen kommen. Und ich möchte Todeskrallen nicht in der Bude haben, bevor meine Leute bis an die Zähne bewaffnet sind. So, ihn kann man wieder rinholen. Er gehört ja schon zu unserer Besatzung. Er war ja am Exploren. Er bringt 500 Credits mit und 6 Waffen und 4 Klamotten. Können wir wohl heute auch noch schaffen. So, du bleibst mal hier oben. Wie sieht's denn aus? Wir können 25 Stimpaks mitgeben und 9 Redaways, wenn wir dich losschicken. Dazu musst du aber die Lücke noch füllen. Und das machen wir so. Den 4, den wir hier noch haben. Wie sieht es da mit Intelligenz aus? Hier hätten wir einen Dreier, hier hätten wir einen Dreier, hier hätten wir einen Zweier. Dann vergrößere ich mal unser Forschungslabor. Tada! Dann, na, wen schmeiß ich denn da rein? Ja, einmal dich natürlich. Ich glaube, sie hier hatte nur 2 und hier waren auch noch 3er dabei. Sie, bitte mal mitkommen. So, dann ist die Bude anständig besetzt. Ja, sie kann zwar bloß ein S, bloß bevor sie hier oben alleine ist, geht sie mal hier hin. Ja, und die werden wir jetzt mal eine Weile knechten. Also ein paar Tempo-Modis machen. Nochmal bitte. Na, bis 50%. Sehr schön. Jetzt noch ein. Wir brauchen Strom. Ah, fehlgeschlagen. Oh, hier ist schon wieder Licht aus. Was ist hier mit dem Strom? Bitte mal. Danke.
ihr kommt klar. Ja, du kannst auch nochmal mit Trampeln helfen hier. Was? Erledigt, sehr schön. Dann machen wir hier noch ein Tempo, dass wir die 25 Medipacks wieder haben. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 25 und 14. Und einen Haufen Waffen, die verteilt werden wollen. Aber zuerst schmeißen wir ihn mal wieder raus. Und geben ihm mit, was er tragen kann. Sprich alles. Auch ein bisschen müßig, jeden einzelnen hier rüber zu klicken. Das könnte man auch schöner machen. Stufe, Stufe, Stufe. Mangiade. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber die stehen wieder anders. Der mit der Sportausrüstung stand doch beim letzten Spiel stand doch ungefähr hier. Und sie mit dem Kleid stand doch auch irgendwie hier auf der linken Seite. Ah, das gefällt mir nicht, dass er das immer so ein bisschen durchmischt. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann es leider nicht ändern. So, jeder bekommt jetzt eine tolle, schöne Waffe. 6 bis 7. Er hat eine 2 bis 5, bekommt auch eine 6 bis 7. Madame hat gar nichts. Dann kriegst du eine 5 bis 7 dafür. Er hat die Laser, die macht 7. Und er hat auch eine 5 bis 7. Da können wir nichts Besseres ausloben. Okay. Dann machen wir hier weiter. Dann kriegt er eine 6. Sie bekommt 5 bis 6. Hier bekomme ich was. Geht's hier weiter. 4 bis 6. 2 bis 5. 2 bis 3. Dann ist jetzt 5 angesagt. 2 bis 4. Also ich denke mal, ihr erkennt das, oder erkennt das System. Hab's auch schon erwähnt. Das ist ja der Logik geschuldet, wie wir angegriffen werden. Ob es Raider oder Todeskrallen sind, die kommen ja wie gesagt von hier oben aus dem Ödland. Ab durch die Tür, brechen die Tür irgendwie auf. Wir brauchen schon wieder Strom. Hier in die Baracken. Die Baracken sind in der Regel leer. Wenn nicht gerade getanzt wird, dann gehen sie eine Etage tiefer. Fangen wieder links an, dann rechts. Wieder runter, links, rechts und so weiter und so fort. Deswegen die stärksten Waffen gleich am Anfang. So, und wir machen hier mal nichts. Dann dauert nur noch 22 Sekunden. Hier ist noch eine Minute und. Können wir ein bisschen zwischenfischen? Ne, können wir nicht. Shit. Ah, da gibt's ein Feuerchen. Ja, Baracken vergrößern oder updaten? Update kosten 1500. Die wir auch gar nicht haben. Nur die kann man sich zusammen grinden. Das wäre nicht das Problem. Wir hatten ihn. Ihn hatten wir. 2 bis 4, ja. Dann geht's mal hier weiter. 2 bis 3. Du kriegst nur 2. Du kriegst nur 2. Du kriegst nur 1. Und alle reißen sich um das Luftgewehr. Ja, dann haben wir das erstmal. Und hier liegt ja wahrscheinlich noch der Eddy. Der Eddy kostet 1000 Tacken. Aber der hat auch ganz schön, was ihr gefunden, Leute. Kickt euch das mal an. Das bringt ihr alle mit nach Hause. Unter anderem mittelalterliche Herrscherausfeld P222L1. Das scheint was Tolles zu sein, weil es farblich hervorgehoben ist.
Ja, dann brauchen wir mal einen Tausender und dann müssen wir noch 12 Stunden warten, bis er wieder zu Hause ist. Jo. 28%, dann tut mal was. Sehr schön. 44, machen wir noch einen. Oh, come on. Was seid ihr denn für Unglücksraben hier? Glück 2 und sie Glück 1. Na, ist nicht berauschend. Schade, ich kann es wieder zurücklaufen. Okay, dann gucken wir mal. Weg. Weg. Und Tempo. Ach, come on. Also diese 30% da, die müsst ihr doch eigentlich schaffen. Und ich bin der Meinung, dass wir die viel öfter verhauen, als wir stehen. Oh, wieder zurück. Viele Schwangere haben wir dann eigentlich gerade? Eine. Hier kommt eine zurück. Drei. 4, 5, 6. Dann haben wir 40 Leute, wenn die alle schlüpfen. So Leute, ihr habt was gut zu machen. Ist doch nur ein Spiel. Und diese scheiß Ratten, die wieder Strom klauen. Die klauen dann schön. Krieg mal hier. Das Lebensenergie misse ich aus. Ja, auch alle auf Hälfte runter durch den Stunt jetzt. Uncool. Naja, das wird euch aber nicht schützen vor dem Coinflip, Leute. Bleibt nochmal auf Madame da oben. Oh, lass dir Zeit. Stufe. Werfen wir mal die Münze. Doch einmal Glück gehabt. Ist ja nett. Ja, hätten wir alle geschafft, hätten wir beinahe die 2000. So, das Restaurant, das Horrorrestaurant. Was kannst du denn heute? Kannst mal bestehen. Das freut uns sehr. Wir haben den Tausender für Eddie. Bueno. Den letzten Mal auf Nahansicht. Und Burns, Burns, Burns. Um zu gucken, wie der sich mit der Lebensenergie verhält. Aber das scheint nicht ganz aktuell zu sein, weil hier verlieren sie ja. Passiert, wenn ich auf und zu mache. Also wenn ich aktualisiere, dann zeigt das wohl an. Gut, aber ihr wart auch schon beim Münzwurf. Bei der 50% Chance. Machen wir hier weiter. Und nochmal. Denke ich, Waffenjungs. Soll ich euch mal jemanden schicken? Denn die beiden haben noch was vor. Die wollen jetzt noch einen Tempomodus schaffen. Ja, diese Ratten, diese Stromklauer. Apropos.
mal so drüber nachdenke, dass die hier das Personal so ein bisschen durcheinander schubsen, wenn ich neu lade. Das heißt, dass er im nächsten Savegame möglicherweise hier steht. Das passt mir gar nicht, weil ich die stärksten Waffen, wenn ich so verteile, eigentlich immer von der Tür weg verteile. Damit er praktisch, also dass die stärkste Waffe praktisch auch in den Nebenraum rennen kann, wie hier eben unten geschehen ist. Die beiden haben ja nun die stärksten Waffen, jedenfalls für diese Etage. Und die haben den kürzesten Weg, um hier mal auszuhelfen, wenn, ja, wenn hier mal geballert werden muss, weil die haben ja noch keine. Und wenn sie, ist das eine sie? Ja. Wenn sie beim nächsten Laden des Spielstands dann hier hinten irgendwo ist und ich praktisch sie, wenn sie denn hier ist und sie hat bloß das Luftdruckgewehr oder möglicherweise bloß die Hände, ja. Das ist scheiße, da kann man sich da nicht drauf verlassen. Das heißt, ich muss praktisch anfangen jedes Safe Games oder jedes Mal, wenn ich das Spiel neu aufnehme, müsste ich rein theoretisch kontrollieren, ob die Leute alle richtig stehen. Das ist dann schon doof. Mal sehen. Habt ihr es denn drauf? Ja, ihr habt's drauf. Ihr seid die Lieblinge des Bunkers. Der Chef mag euch. Alle Mädels. Oh, sind zuverlässig. Boah, super Serie. Eine super Serie. Was ist? Achso, hier sind wir ja schon. Hier haben wir eben schon ein bisschen, um ihn hier auszustatten. Gut, und wir haben noch einige Klamotten, die wir gerne verteilen wollen. Und zwar, ja, Kraftwerk können wir, Kraftwerk. Kraftwerk, Kraftwerk und hier unten wird noch eine Kutte verteilt. Okay, die kriegt mal er. Die Unteroffiziersuniform bringt auch in C und 2I. Und I wollen wir ja hier unten haben. Bisschen Stufe. Nochmal Stufe. So, Klamottencheck. Das Ding bringt S4. Das ist natürlich gigantisch. Das Ding war eher eine L-Sache, also Lack. Die kriegt jetzt eine Kampfausrüstung. Sie wird eine Kampfausrüstung bekommen. Eine Lederrüstung hätte ich dann noch. Ja, und dann haben wir eigentlich alle schon Klamotten, die alle die Stärke ein bisschen verbessern. Hier haben wir einen kleinen Auftrag erfüllt. Alle Jahre wieder. Was ist der nächste Auftrag? Special machen wir irgendwann. Halte 8 Unfälle auf. Das wird auch automatisch mit den Tempomodis kommen. Ja, und 40 Strom wären toll. Natürlich schick, dass wir bloß 34 Strom oder so hier erzeugen. Ne? Wie viel ist jetzt? 34, ja. Tempomoduswagen. Kann man eigentlich auch abwarten. So, aber Eddie nicht vergessen. Tausender. Na, er hat sogar noch in Redaway. Aber ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Ich weiß nicht, ob ich innerhalb der nächsten 2-3 Stunden es schaffe, hier wieder reinzuschauen. Und ich glaube, wir lassen ihn einfach nach Hause kommen. Er ist in 11 Stunden wieder da. So, klamottenmäßig haben wir dann nur noch, kann ich immer Glück verteilen und E. Na, E ist für uns nicht wichtig. Ja, machen wir einfach hier, du kriegst das Glücksding. Dann ist gut. Kontrollieren wir nochmal die ganze Angelegenheit. Und schlagen mal das dicke Buch auf, weil wir haben ja neue Waffen. Und zwar die Jagdflinte mit Schaden 5 bis 6. Perfekt, um Beute zu erlegen. Ob Mensch oder Tier, da fehlt ein Egal. Rostige, abgesägte Schrotflinte, Schaden 6. Hat schon viel erlebt und wird noch viel mehr erleben. Na, das mag sein. Die abgesägte Schrotflinte, Schaden 6 bis 7. Die bevorzugte Waffe von Ödländern. Alle Jagdflinte. Die ist rostig und die ist verbessert. Da sieht man so ein bisschen die Unterschiede auch. Da haben wir die Waffen durch und dann noch die Lederrüstung. Die legendäre Rüstung des größten Ödlandhelden. Das muss ein großer Held gewesen sein. Bei den wenigen Bonis. So, die Unteroffiziersuniform, nicht Offizform, was ich sagen wollte. Wenn du das trägst, hört man dir sogar vielleicht sogar zu. Ja.
Wäre doch sehr löblich. Bewohner haben wir immer nicht. Wann gibt es dann die Tagesauswertung? Wo stand denn das? Das stand doch auch irgendwo nicht hier. Tagesbericht hier. Oh, 15 Sekunden. Die hat mir ja beinahe verpasst. Ich bin nämlich schon fast am Ende, Leute. Oh, da schaffen wir noch die 2 Mille hier. 88% B plus. Good enough. Ist okay. Ja, und dann haben wir praktisch für den Anfang der nächsten Episode. Haha, geiler Cliffhanger. Eine schöne Lunchbox. Und einen neuen Auftrag. Gucken wir nochmal. Verbessere 3 Räume. Na, das wird eine Weile dauern, weil das kostet teuer. Leute, das war's. Ich bedanke mich bei euch. Du wirst leider auch noch eine Weile warten müssen. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Fände ich super. Ihr könnt mir einen Daumen hoch da lassen. Auch das fände ich dufte. Und den Kommentarbereich benutzen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen. Ja, oder wenn ihr mir einfach einen wunderschönen Tag wünschen wollt, so wie ich es jetzt tue. Habt einen wunderschönen Tag, Leute.